wir stehen hier im ehemaligen US-Beobachterstützpunkt in Point Alpha. Kannst du mal beschreiben, was das hier für ein Gelände ist? Was hat das für eine Geschichte? Mhm. Also hier ist Geschichte geschrieben worden und hier kann man heute noch sehr gut die Geschichte nacherleben. Dieses hier ist der Punkt, wo auf deutschem Boden sich die Amerikaner und die USSR, DDR und Bundesrepublik am nächsten gegenübergestanden haben. Also die beiden Blöcke, Warschauer Pakt und NATO. Die Strategen, die militärischen, gingen davon aus, wenn es zu einem Ernstfall kommen sollte, dann würde der Ostblock an dieser Stelle in etwa einmarschieren und würde dann versuchen, in Richtung Rheinebene voranzukommen und die ja sehr wirtschaftlich interessante Rheinebene dort zu besetzen. Insofern hat es hier eben eine verstärkte Ansammlung von Militär von beiden Seiten her gegeben. Auf den Bergen hier haben wir noch vor wenigen Jahren überall die Beobachtungsposten, die Abhorchposten und so weiter gehabt. Die frühere deutsch-deutsche Grenze ist also hier, wir haben heute ein bisschen Pech mit dem Wetter, ist hier über diese Berge gelaufen, hat dann hier so einen Bogen gemacht und ist eben hier an dieser Stelle vorbeigekommen. Hier hat man durch das großartige Engagement von Leuten wie Bertolt Dücker und anderen, die hier in der Nähe gewohnt haben, die ihre Erfahrung von der Grenze haben, von Ehrenamtlichen, die haben dafür gesorgt, dass dies hier, was eigentlich dem Erdboden gleichgemacht werden sollte, als eine Mahnstätte, Erinnerungsstätte und als ein Museum erhalten geblieben ist. Kann man allen nur empfehlen, hier zu besuchen, ist großartig. Es ist hier nach der deutschen Teilung dort ein Mahnmal, auch ein Denkmal dort errichtet worden. Andenken an die Opfer der Grenze und auch als ein Zeichen für die, die nach Vollzug der deutschen Einheit mit daran gebaut haben, wieder ein vereintes Deutschland zu bekommen. Wir haben hier das ehemalige Lager der Amerikaner als Museum erhalten. Man hat versucht, den Eindruck eben so dort auch in diesem Beobachtungsturm, wo wir hier sind, gilt auch für diesen Turm, man hat versucht, den Eindruck für den Besucher hinzubekommen, als seien die Amerikaner gerade jetzt vor 5 Minuten etwa gegangen. Man soll also doch noch einen lebendigen Eindruck von dem haben, was hier damals stattgefunden hat. Wir stehen jetzt speziell im Turm. Wir stehen jetzt speziell im Turm. Das war der Turm, in dem die Amerikaner waren. Wir haben einen Blick drüben auf einen anderen Turm. Das sind schätzungsweise 100, 150 Meter. Das ist eben der Turm der anderen Seite des Ostblocks, der Ostseite gewesen. Ja, man konnte sich sozusagen fast in die Augen schauen und etwas von dieser Atmosphäre versucht zu erhalten und zugleich eben durch Dokumentationen darzustellen, wie wunderbar dieses Wunder der Einheit ist und was das bedeutet, das kriegt man hier an diesem Ort vermittelt. Und das ist ein Ort, an dem ich persönlich mit meiner Familie relativ häufig bin. Ich habe hier an diesem Ort, wie kurz gesagt, auch meinen Aufstand gegeben. Es ist die Mitte Deutschlands. Und das war eben auch die Frage, weil viele Freunde und Kollegen kommen aus ganz Deutschland. Wir haben bei der Überlegung, wo machen wir das? War das ein zusätzlicher Aspekt? Dies hier ist die Mitte Deutschlands und insofern ein Ort, an den ich immer wieder gerne komme. Und hier führt, ganz wichtig, hätte ich fast vergessen, es gibt ja diesen Radweg entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Ja, es geht schon mal dazwischen, dass ich auch mal Fragen stellen darf, weil darauf wollte ich jetzt nämlich Bezug nehmen. Das ist ein weiterer persönlicher Bezug von dir. Du hast hier mal ein Radiofeature aufgenommen und bist den Radweg des Eisernen Vorhangs entlang gefahren. Da kannst du ja gleich mal erklären, was das genau bedeutet. Also ein Teil des Radweges und unter anderem auch hier entlang, wenn ich das richtig verstanden habe. Erzähl doch mal erstmal, was der Radweg des Eisernen Vorhangs ist, so kurz. Nicht ganz ausführlich, kann man auch viel zu erzählen. Und was du damals für ein Radiofeature gemacht hast. Ja, das ist dieser Radweg entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, ist eine Initiative von Michael Kramer, der ist Europaabgeordneter
Und das ist, da gibt es inzwischen auch Bücher dazu. Also das gibt es von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer. Eine großartige Geschichte. Und wir haben dann ein kleines Stück hier abgefahren. Unter anderem waren da auch richtige Profis dabei, wie Patrick Sinkewitz war dabei. Damals in der Zeit, als er dem Doping abgeschworen hatte. Ja, wir haben eben Teilnehmer an dieser Tour und Michael Kramer und eben auch Persönlichkeiten hier von Point Alpha, wie zum Beispiel die stellvertretende Direktorin und Kommunikationschefin. Die haben wir hier und auch Besucher zu Wort kommen lassen und haben das zu einem Feature verdichtet, das dann im Deutschlandfunk gesendet wurde. Ja. Ich erinnere mich an eine Stelle, da interviewst du, glaube ich, Michael Kramer und sitzt auf dem Fahrrad. Kann das sein? Ja. Und hört dein, ja. Ja. Dass du ein bisschen am Schlauchen bist in dem Moment. Ja. Ja. Dein Atmen. Ja. Wir haben das, der ist richtig fit. Ich war damals überhaupt nicht fit. Und das, also wenn gesagt worden ist, ich hätte das also extra gemacht, dieses heftige Atmen und so weiter, das ist ein Gerücht. Nee, das wollte ich nicht sagen. Ja. Aber ich finde, es gibt ja auch eine Art Metaebene auch. Diesen Punkt, der auch zu dir passt, einfach dieses Thema, was für dich ja immer wichtig war in deiner journalistischen Laufbahn, deutsch-deutsche Geschichte, bei dir dann speziell die Sportgeschichte. Ja. Warum ist dir das Thema denn so wichtig gewesen? Ich glaube, zunächst mal hat es etwas mit Herkunft zu tun. Ich bin ja mal irgendwann vor 65 Jahren in der damaligen DDR geboren worden, in Löbau, sehr dicht bei Görlitz an der Grenze zu Polen, und meine Eltern sind, ich war 5,5 Jahre dann in den Westen geflüchtet, und ich hatte alle Verwandte in der DDR. Das heißt, dieser Kontakt bestand, und ich denke, das ist ganz klar, das hat damit zu tun, dass also das Interesse an den Menschen dort in der DDR sehr groß immer geblieben ist. Ich habe mich für das interessiert, was in der DDR passiert ist. Ich fand es hochpolitisch zu erleben, dass ein Land, ein vereintes Land, auf einmal aufgrund der Kriegsereignisse geteilt wird. Man macht einen Zaun dazwischen, man sperrt die Menschen ein. Und dann, ich hatte das unglaubliche Privileg, auch aufgrund meiner beruflichen Situation, in diesen anderen Teil regelmäßig zu gehen und praktisch wie im Zoo, also dann zu beobachten, wie entwickelt sich das dort. Und es war auch hochinteressant, ich hatte in der Verwandtschaft zwei Sportvereinsvorsitzende, von denen zu erfahren, wie die Realität ist. Und am nächsten Tag bei Manfred Ewald, dem langjährigen DDR-Sportchef, in der Pressekonferenz die Propaganda zu hören, wie es im DDR-Sport aussieht.